Der Stadel stammt von 1724 und ist zuerst da oben in Huving gestanden. Und der ist dann abgebaut worden und hier neu aufgebaut. Der Drahtstadel, der uns heute Platz vor dem Regen bietet, der war gleich da drüben, da war der Bauernhof und der ist als Ganzes mit einem Kran darüber befördert worden. Seitdem nennt sich das die Wolfsteiner Mitte. Und mit unserer Ausstellung Kunst im Denkmal wollen wir heute dem Ensemble wieder einen Dornröschenkuss geben, dass es aufwacht. Jetzt darf ich Ihnen noch einen ganz besonderen Bürger aus Offenberg vorstellen. Das ist der Herr Dr. Martin Krivacek und der hat uns versprochen, dass er heute uns ein Lied auf seinem Saxophon spielt. Ein Mann hat mich schon jahrelang durch die Kunstszene begleitet. Ganz gleich, was für Amt er hat, er war fast auf jeder Ausstellung, wo wir uns dann getroffen haben. Und deswegen freut mich ganz besonders, dass der Herr Bernd Ziegler hier ist. Jedenfalls erinnere ich mich noch sehr gut an die schlechte Zeit, wo man nur die stillen Vernissagen haben dürfen. Und der Herr Büchler ist heute da und die Annemarie Blättl, wo wir diese Ausstellung zu fünft eröffnet haben, mit Masken gesprochen. Und das hat sich der Herr Siebler nicht nehmen lassen, dass er trotz Pandemie da immer dafür gekämpft hat. Oder in allen niederbayerischen Ausstellungen sehen wir uns. Und es freut mich ganz besonders, dass er sich bereit erklärt hat, heute ein kleines Grußwort zu uns zu sprechen. Herr lieber Herr Parquet, Gschwendner, Frau Eid, meine sehr geehrten Damen und Herren, für all diejenigen, die sich mit dem Regen nicht wohlfühlen, habe ich einen Trost für Sie dabei, Naturkunstverdrängung. Und zwar ganz heftig, ansonsten halten wir es mit Karl Valentin, der gesagt hat, ich ärgere mich nicht, wenn es regnet, weil wenn ich mich ärgere, regnet es trotzdem. Aber schöner wäre es natürlich, wenn wir eine entspanntere Atmosphäre hätten, wobei wir alle genießen, wie toll hier jetzt in dieser Wolfsteiner Mitte wir alle wieder beisammen sind und wie wir Gemeinschaft erleben dürfen. Gemeinschaft geprägt von Kunst und Kultur, bildender Kunst, Malerei, Musik, Denkmalschutz und Denkmälern, denn diese Dinge gehören zusammen. Sie wissen, bis vor wenigen Wochen durfte ich auf Ebene der Bayerischen Staatsregierung für genau diese wunderbaren Themen Verantwortung übernehmen.
Und deshalb freut es mich sehr, dass wir hier im ländlichen Raum so ganz hervorragende Veranstaltungen erleben dürfen. Denn das künstlerische Herz Bayerns schlägt eben nicht nur in München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, sondern auch hier in Wolfstein. Und deshalb, lieber Johannes, herzlichen Dank für das großartige Engagement über die Jahrzehnte hinweg, die wir uns jetzt gegenseitig auch begleiten. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute diese Dinge erleben dürfen. Eine wunderbare Kombination, die Holzkunst, die wir sehen dürfen. Ich weiß nicht, das geöffnete, der aufgerissene Maul, hätte ich fast gesagt, wenn er mich an Politiker die Sprüche reißen. Beim Bild bin ich noch am Überlegen, aber Sie wissen, ich bin gerade in einer komischen persönlichen Situation. Von daher ist die Assoziation vielleicht naheliegend. Aber es ist einfach schön, wenn man sieht, wie die Dinge sich gegenseitig befruchten und wie aus diesem Crossover, würde man glaube ich halt auf Neudeutsch sagen, dann auch neue Ideen, neue Begegnungen und neue Impulse entstehen. Und das eingebettet in eine wunderbare Landschaft, die wir unsere Heimat nennen dürfen, da wo andere Menschen zum Urlaub machen kommen. Und wenn wir dann eben auch das historische Erbe unserer Vorfahren in Form dieser Gebäude erspüren dürfen, der früher Jung als unser Kreis Heimatpfleger ist ja heute auch mit da, dann merkt man, dass die Dinge sehr wohl und zu Recht zusammenpassen und zusammengehören. Über Jahrhunderte hinweg, lieber Gschwendtner, vor allem wenn man die Holzarbeiten sieht, die Handwerkskunst, ihre Ausdruckskunst, kombiniert von Fritzi Eiter mit der Malerei. Ich denke, das passt ganz hervorragend zusammen. Und deshalb lassen wir heute einfach die Sonne in unser Herz hinein. Sie wird schon noch kommen, denn unser Saxophonist, der wird schon keinen Regentanz gespielt haben. Ich freue mich sehr, dass wir Kunst und Kultur wieder erleben dürfen, dass wir es kombinieren können mit einer guten niederbayerischen Lebensart. Kunst und Kultur, ja, es sind die Dinge, die den Staub des Alltages von der Seele wischen. Und wir dürfen erspüren bei Kunst und Kultur in der Hektik des Alltages, dass wir da zu unseren innersten Dingen vorkommen, auf den Grund kommen und erspüren dürfen, was den Menschen zum Menschen macht. Und gerade in dieser schwierigen Zeit des Krieges, ich komme gerade von einem Wahlkampf-Infostand, wo ein Mensch erklären wollte, dass sich die Ukraine ja gar nicht verteidigen dürfen, weil Krieg keine Option des politischen Tuns ist. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht an Dinge gewöhnen, die über Jahrzehnte hinweg völlig undenkbar waren. Und deshalb ist es gut und wichtig, dass wir zum Alltag zurückkommen, dass Kunst und Kultur zum Dialog einladen, zum Austausch, dass wir auch kontrovers diskutieren können, dass uns nicht alles gefallen muss, dass wir nicht alles als Höflichkeit akzeptieren müssen, aber wir müssen es respektieren und wir müssen in den Dialog kommen und wir müssen andere Standpunkte aushalten. Und das, glaube ich, ist die große Nachricht von Kunst und Kultur. Aber es war eigentlich die falsche Nachricht für mich, denn mir gefällt das, was ich sehe. Und jetzt einfach einen schönen Tag. Es wird mit dem Ringer schon mal aufhören. Jetzt genießen Sie das Miteinander, lassen Sie über Kunst und Kultur in die Diskussion, ins Gespräch kommen, begleitet von guten Getränken, guten Miteinander, guter Musik und genießen wir dieses Miteinander. Herzlichen Dank, Johannes. Es wird wieder von Kunst und Kultur. Sie waren nie weg, aber Sie sind wieder stärker da als je zuvor. Vielen Dank, Herr Bernd Kiewier. Kunst hat in der Gemeinde Offenberg auch in der Pandemie einen großen Platz gefunden. Während dieser 2 Jahre haben wir versucht, im Rathaus Neuhausen auszustellen. Ich möchte da bloß an die tolle Ausstellung Foto Ausstellung von dem Künstler Ernst Hermann erinnern. Heimat analog hat er sie genannt und wirklich mit seiner analogen Fotografie das Rathaus erfüllt. Danke dir dafür. Ihm angeschlossen hat sich als Kurator der Herr Peter Glotz, der sitzt jetzt da, der eine Ausstellung mit Bildern von Max Huber kuratiert hat. Die jetzige Ausstellung von einer ganz, ganz jungen Holzbildhauerin, von der Kathi Ringelstetter und von der Malerin Annemarie Blättel, dies ist die laufende Ausstellung im Rathaus. Und natürlich können wir die jetzt ohne Maske jetzt frei besuchen. Also kommen Sie ruhig ins Rathaus und genießen das im ersten Stock, diese Ausstellung. So,
Und jetzt kommen wir natürlich zu den wichtigsten zwei Personen heute. Das sind die beiden Künstler, die Fritzi Eid und der Klaus Schwendtner. Es war für mich ein außerordentlicher Glücksfall, diese beiden Künstler zu treffen, denn es gibt niemand, der so mit diesem historischen Gebäude, mit dem Stadel konkurrieren und harmonieren kann. Es ist also eine Symbiose, wie sie dann später, und wir machen die wirkliche Ausstellungseröffnung, jetzt ist noch alles zu, die sie dann später im Stadel entdecken können. Ja, da steht ja der Malaufreißer. Der Herr Siebler hat es schon bemerkt, das ist das Erste, was einem auffällt. Die beiden Künstler verbindet nämlich eine ungeheure Kraft, eine Kraft in ihren Werken. Und ob das jetzt riesengroße Skulpturen da drin sind oder ganz kleine, der Klaus Schwendtner arbeitet mit der Kettensäge. Er schnitzt seine Figuren alle mit der Kettensäge und gibt ihnen einen ganz, ganz typischen Charakter. Jede Skulptur hat einen vollkommen anderen Charakter darin. Auch die Fritzi Eid, und ich durfte ihr zuschauen beim Malen eines Bildes, die strotzt geradezu voll Kraft. Da gibt es Leute, die sagen bei Künstlern, ihr malt aus dem Bauch raus. Aber das ist ein blöder Spruch, bei mir kommt immer was anderes aus dem Bauch raus. Die Fritzi Eid malt mit ihrem ganzen Körper, mit Geist und Kraft und Verstand. Und Sie können dann da auch im Stadel einen ganz kurzen Film sehen, wo man sie mit, an ihrer Arbeit beobachten kann. Bei dieser Figur hat der Zuschauer eigentlich ziemlich leicht. Männlich, Malaufreißer, weißer Kopf, so steht er da. Bei der Fritzi ihren Bildern ist es nicht sofort und offensichtlich erkennbar. Da gilt jetzt der Spruch, die Kunst steht im Auge, entsteht im Auge des Betrachters. Auch so ein Spruch, den ich nicht unterschreibe, sondern im Auge entsteht überhaupt nichts, sondern wir machen uns unsere eigenen Gedanken. Und es war so toll, als wir die Ausstellung aufgebaut haben, sind Kinder und Jugendliche aus Wolfstein gekommen, die sich die Sachen angeschaut haben. Der erste Eindruck von einem Knaben, mit der Kunst kann ich nicht viel anfangen. Und dann hat sich aber ein Gespräch entwickelt, das fast eine Stunde gedauert hat. Und sie haben gesagt, was sie in den Bildern sehen, haben die Titel gegeben. Und ein Mädchen, das ganz kunstbegabt ist aus Wolfstein, ohne dass die Titel dort stehen, hat sie genau die richtigen Titel gesagt. Und jetzt kommen wir drauf, was die beiden Figuren und thematischen miteinander zu tun haben. Es schreit, heißt dieses Bild. Der Bub hat zwar gesagt, er sieht ja Gebäude hinten, was genauso gut stimmt, aber das Mädchen hat gesagt, es schreit. So sind die beiden Bilder auf diese Weise miteinander verwandt. Bevor wir jetzt in den Genuss kommen, die Ausstellung anzuschauen, die nichts wäre, wenn nicht mein Freund Clemens Jocham die Ausstellung ins richtige Licht gesetzt haben. Wir haben gestern noch eine Nachtschicht eingelegt, dass das also perfekt ausschaut. Das können Sie dann im Stadel beurteilen. Die Fritzi Eid und der Klaus Schwendtner eröffnen jetzt die Ausstellung.
Dankeschön. Ja, kann man sich das immer ausleihen? Ja, check's in Holland.